Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 18. 6.40 Uhr. Wir stehen heute mal ein bisschen später auf, macht aber gar nichts. Wir sehen super aus. Willkommen zurück zu Stardew Valley. Was sagt der Fortune Teller heute? Willkommen zurück zu Welbecks Orakel. Wenn du irgendwie irgendwas suchst, dann bleib dran. Die Spirits sind heute mildly perturbed today. Okay, ich werde also kein Glück haben. Shit. Na gut, dann gehen wir jetzt raus, Ich habe irgendwas im Hals. Oh Mann, Mist. Das ist echt unangenehm. Oh, da oben ist Schundboy. Hallo, na? Hab dich gestern gar nicht gesehen. Wo warst du denn, hä? Hast du wieder mal irgendwelche Hühner gejagt, na? Ja, alles klar. Gut. So, die Felder sind, gut dabei. Wir können jetzt hier ein bisschen was ernten. Der Mais ist da. Wir füllen unsere Taschen mit dem Mais. Perfekt. So, das war's, oder? Alles ist gepflückt worden. Nee, halt, da ist noch was. Zack. So, wir haben zwei gute... Warte mal, wir haben doch jetzt schon die guten Crops eingelagert, ne? Nee, warte, doch. Doch, haben wir schon. Was denn jetzt? Keine Ahnung. Okay, das nehmen wir mit, Nehmen wir alles mit. Die ganzen Trauben. Aber super geil, ne? Mit den Trauben können wir echt was reißen. Und ich müsste mal kurz überlegen, was bringt denn mehr? Beziehungsweise gibt es Unterschiede in der Marmeladenherstellung? Bringen bestimmte Marmeladen mehr als andere? Das würde ich gerne mal wissen. Wir haben jetzt das. Das kann ich endlich mal... Weiß ich nicht, Grapes. Weißt du, wir packen das mal rein. Das werden wir verkaufen. Das ist ja irrsinnig. Dann haben wir das. Haben wir schon eingelagert. Das können wir verkaufen. Das heben wir auf. Das heben wir auf. Ja, genau, ist richtig. Oh Mann. Bin immer noch in der gleichen Aufnahme. Das heißt, ich bin ein bisschen verwirrt. Was die deutsche Sprache angeht, ne? Das muss man mal wissen jetzt. Die Blumen müssen wir nicht gießen. Alles ist perfekt. Wir gehen direkt mal zu Robin Schundboy. Ne, warte mal, wir gehen erstmal hier rein. Die Eiersippschaft begrüßen, die nicht da ist. Warte mal, wo sind denn jetzt die Hühner hin, hä? Mayonnaise ist fertig. Jeden Tag ein bisschen Mayonnaise. Zum Frühstück. Lecker. Pur auf die Hand. Bäh. Hallo Eiermaschine, wo ist Jeff? Wo ist Jeff wieder mal? Oh Mann, wir müssen das mal einzäunen. So langsam reicht das, weißt du? Ich kann ja nicht den ganzen Tag hier rumlaufen und Jeff suchen. Jeff ist nicht hier. Ist Jeff irgendwo im Gebüsch? Ich sehe ihn einfach. Da ist Jeff. Okay, gut. Perfekt. Na, was geht? So, dann gehen wir jetzt mal zu Robin. Ich hoffe... Nee, warte. Okay, Eiermaschine, ist das ein Hinweis? Neue Pilze. Natürlich ist das ein Hinweis. Nee, ich nicht essen. Wir sammeln die Pilze ein, gehen dann zu Robin und dann werden wir unser ganzes Geld auf den Kopf hauen. So wie wir es kennen. So, okay, das kommt kurz noch in die Biotonne. Dann gucken wir kurz nochmal auf den Kalender. Ich glaube, heute hat irgendjemand Geburtstag. Kann das sein oder war es gestern? Ich weiß es gar nicht. Heute hat Marnie Geburtstag und Marnie steht doch auf, ich habe keine Ahnung, auf was Marnie steht. Wir werden mal sehen. Erstmal kommt das hier weg. Weg. So, Marnie steht auf Blumen, denke ich mal, oder? Blumen sind doch immer gut. Bei Frauen, oder was? Ich weiß es nicht. Wild Horse Radish, wir werden ihr mal ein Daffodil geben. Kommt doch gut an, oder? Oder vielleicht hier eine Mayonnaise, eine wilde. Ja, nee, das, ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht, Mayonnaise kommt, glaube ich, nicht so gut an. Das kommt erstmal hier rein, 8 Mayonnaisen. Mayonnaisen, weißt du? Das ist echt Plural von Mayonnaise. Absolut akkurat, ich weiß, wie man spricht. So, auf zu Robin. Mal sehen. Ach, Holz habe ich vergessen. Ich bin doch dumm. Warum sagst du das nicht vorher, Mensch? Weißt du, ich renne schon los. Total ambitioniert und voller Vorfreude. Und dann stellt sich heraus, ey, dein Holz fehlt. Deine Taschen sind holzlos. Holzkopf. Hä? So, nehmen wir alles mit. Damit wir mehr als genug haben, falls sie jetzt plötzlich sagt, ach so, gestern waren es 450, heute sind es, naja, 700. Keine Ahnung, aus Gründen. Ich habe halt so, weißt du, meine Tage und ich habe das so entschlossen und gib mir mehr. Aber ich glaube nicht, dass Robin so ist. Ich glaub's nicht. Sicher ist sicher. Weißt du, sicher ist sicher. Was erzähle ich denn hier? Keine Ahnung. Robin, ich hoffe, heute ist kein Aerobic. Heute ist Donnerstag, ne? Ah, sie ist da, Gott sei Dank. So. Upgrade my house. Bitte 10.450. Yes. Oh, danke. Ich werde mich morgen sofort dran setzen. In 3 Tagen ist es fertig. In 3 Tagen machst du das? Wow. Du bist echt eine Wahnsinns... Person.
Ne? Du machst das so schnell, es ist unfassbar. Wunderbar. Vielleicht schenke ich Marnie auch einfach nur einen Diamanten oder sowas. Oh Gott, was mag denn Marnie? Ich weiß es nicht genau. Was mag Marnie? Ich glaube, Blumen waren auch gar nicht verkehrt. Also nehmen wir mal irgendeine Blume mit. Eine Sonnenblume nehmen wir mit. Eine Sonnenblume für Marnie. Da freut sie sich bestimmt, hoffentlich. Wenn nicht, dann ey, keine Ahnung. Sonnenblumen sind so krass, ne? Also wenn sie da nicht in Freude gerät, dann hinfort mit dir, Marnie. Hinfort. So, die dürfte ja heute auch im Laden sein, denn Aerobic ist ja nur am Dienstag, ne? Frauen-Aerobic, Gymnastik, was auch immer. Wo ist Marnie? Wo zur Hölle ist Marnie? Sie ist nicht zu Hause, okay, dann ist sie quasi in Peers Shop, schätze ich mal. Das. Lea. Okay, gut, warte mal, hier ist echt ein bisschen wildes Essen in der Area. Ich will dir irgendwas schenken. Oh, weißt du was? Das ist echt nice. Bitte, gerne. Dann hole ich kurz noch eine. Das ist ja scheiße. Oh Mann, was habe ich gerade getan? Aber Lea ist jetzt auf jeden Fall über Marnie. Das ist gut. Das ist gut. Aber Marnie wird sie gleich wieder überholen, schätze ich mal. Ich meine, Geburtstagsgeschenke, hallo. Vielleicht gebe ich hier auch irgendwas ganz anderes. Irgendwas, das ich sowieso überhabe. Aber was könnte das sein? Haben wir eigentlich Seeds bekommen gerade? Nee, haben wir gar nicht. Hey, normalerweise bekommt man hier Seeds. Nicht dieses Mal. Sunflower Time. Okay, gut, eine bleibt stehen. Ist ein bisschen bitter, ne? Ein bisschen bitter ist er schon. Huch. Bin direkt ans Mikrofon rangerammelt. Tut mir auch ein bisschen leid. So, okay, warte mal. Diese Würmer nerven mich schon die ganze Zeit. Ich hab's beim Schneiden gesehen. Oh, Kupfer. Perfekt. So. Marnie bei Pierre's oder wo? Keine Ahnung. Hallo, Abigail. No, was geht? Okay. Okay, gut. Louis, der Saloon ist echt ein geiler Ort, ja. Da besaufe ich mich manchmal, ja, ja. Ach, angeln müssen wir auch noch. Rotes Schleims töten. Können wir auch mal schnell machen, warum nicht? So, Marnie, wo bist du? If you want Abigail to dislike you. Ich soll ihr Clay geben, damit Abigail mich hasst, alles klar. Habe ich ja vor, ist in Ordnung. Oh mein Gott. Eine kleine Krabbe ist in meinem Shirt aufgetaucht. Ach ja, das wieder. Das ist echt dein Ärger, den du hast die ganze Zeit. Wo zur Hölle ist Marnie, Mann? Ich habe keine Ahnung. Die ist einfach nicht da. Wo könnte sie sich rumtreiben, Mann? Beim Strand? Sonst irgendwo? Keine Ahnung. Vielleicht im Saloon. 2 Uhr ist es. Ich meine, sie hat heute Geburtstag. Vielleicht will sie da einfach sein, ne? Hallo? Nee. Mist. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir erstmal nach oben? Oder wo gehen wir hin? Marnie. Wo könnte Marnie sein? Meine Güte, das ist ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung, wo sie sich rumtreibt. Also da hinten liegen ein paar Grabs rum. Die nehme ich kurz mal mit. Und dann werden wir versuchen, mal kurz ein paar Fische zu angeln. Es ist 2 Uhr. Wir brauchen 3. Und dann müssen wir noch Monster slayen. Ich denke, das machen wir heute erstmal nicht. Denn ganz ehrlich, ich habe nicht ewig Zeit. Spiel. Das geht einfach so nicht. Marnie ist nicht hier. Warte mal, vielleicht ist sie hier oben. Hier oben irgendwo im Park? Na komm schon, Marnie. Marnie. Da ist Haley, aber nicht Marnie. Haley, Haley. Ach, ich muss dringend mal shoppen gehen. Na gut, du machst das, was du tun musst und ich muss angeln gehen. Ich muss angeln gehen und ich muss Marnie finden. Das Gute ist, dass sie garantiert heute Abend wieder im Saloon sein wird. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, das Geschenk zu überreichen. Zu überreichen, genau. Was zur Hölle, Mann? Zu überreichen. Auf einmal sind wir in Sachsen. So einfach geht das. Meine Güte. Hier ist Linus. Hey, Linus. Hey, mein bester Freund. Willst du irgendwas von mir? Nein. Nein, nein. Demetrios, hallo. Was geht mit dir? Was ist das Farming-Business? Was läuft da so? Keine Ahnung. Alles gut? Naja, es ist echt pretty geil einfach nur. So, Smallmouth Bass. Come on. 3 Stück, das geht doch wohl. Also, das ist mal die Herausforderung des Todes. Ah, gut. Wir haben einen Karpfen gefangen. Super, da freue ich mich ja. Ekstatisch. Meine Güte. Okay. Ja, und? Hey, Mann.
Wusstest du schon, wie schwierig Angeln ist? Warte mal kurz. Wir machen das mal kurz so. Zack, noch ein Karpfen. Das ist ja wohl echt ein Witz. Und Chicken Statue. Oh, geil. Okay, das lohnt sich gerade. Chicken Statue, da können wir ja, können wir zu Gunther gehen. Oh, hallo, was war denn da los gerade? Fisch. Perfekt. Es ist Large Mouse Bath. Bass. Ach man, ich bekomme nie das, was ich will. Ich wünsche mir was ganz anderes. Stattdessen kriege ich eine Large Mouse. Mouth Bass. Ich will eine Small Mouth Bass. Aber das wird mir für immer verwehrt bleiben. Denn dieses Spiel ist gemein. Zack. Ach komm, das lassen wir jetzt. Ist mir echt ein bisschen zu blöd jetzt. Dann ist diese Quest erstmal erledigt. Gehen wir nochmal kurz in den roten Schleimbereich und holen mal kurz 6 rote Schleims. Ja, die bringen wir um. Bringen wir um die Ecke und dann geben wir das noch ab und dann ist gut. So, zack, hallo. Roter Schleim ist doch auf Level 105. Guck. Ich wusste es einfach. Wie nichts ist. Es ist doch einfach nur tragisch. Mist. Aber das haben wir mitgenommen. Das ist gut. Das brauchen wir eh. Dann gehen wir mal auf Level 110, oder? 110! Jetzt wird's aber brenzlig hier. Fledermäuschen und eine Leiter. So, na, was geht? Ich brauche Schleims und keine Fledermäuse. Da ist ein Schleim, okay. Ich brauche 6. Ich weiß nicht, ob wir das zusammenkriegen hier. 2 haben wir hier. 1. 2. Okay, 2 sind drin. Da ist ein Pilz. Den nehme ich mit. Aus Foraging-Gründen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, come on. Okay. Wir haben jetzt... Warte mal, wir haben... 2 von 6. Wir müssen tiefer. Wir müssen tiefer runter, du. Tiefer runter müssen wir. Dafür... lege ich mal eine Bombe jetzt hier hin. Damit es schneller geht. Ich will nicht alles abbauen müssen hier. Zack. Let's go! Und gar keine Leiter freigeschaltet. Super! Oh, guck mal. Alles wird gewonnen mit der neuen Pickaxe. Schon ein bisschen geil. Ach. Mann, die Zeit läuft... Ach, da ist doch eine Leiter. Ich bin doch blöd. Tschüssi. So, Schleims. Keine Ahnung. Seid ihr hier? Hallo? Ich bin hier, um euch zu zerstören. Bitte. Aber hier ist ja nichts. Hier ist echt nichts. Keine Monster auf dieser Ebene. Ich fasse es ja gar nicht. Ein bisschen Gold ist da. Okay, das nehmen wir mit. Aber sonst ist hier gar nichts. Oh. Noch mehr Gold, noch mehr Steine. Steine haben wir im Überfluss. Weißt du, wir haben so viele Steine, dass mir das jetzt alles ein bisschen zu viel wird. Ich gehe kurz raus. 8 Uhr. Leave the mine. Es wird sonst viel zu spät. Ich meine, wir müssen das Geschenk noch abgeben. Slimes können wir morgen noch umbringen, denke ich. Vielleicht. Ich meine, was sollen wir sonst tun morgen? Wir haben ja nichts vor. Wir haben echt nichts vor, ne? Gar nichts. So, Saloon, Saloon, Saloon. Ich brauche dich. Ich hätte ja mal den anderen Weg gehen können, der ein bisschen kürzer wäre. Und zwar von der Mine bis in die Stadt. Aber nee, ich laufe. Denn jeder Schritt hält mich fit. Denn so geht der Spruch ja, ne? So geht der Spruch. Und so gehe ich auch. Richtig geschwind. So, hä? Hä? Bitte, Marnie. Sei in der Bar. Ach, scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Gerade heute sehe ich Marnie nicht. Es ist einfach nur ein Traum, weißt du? Es ist ein Traum. Ach, Marnie. Vielleicht bist du irgendwo hier unten noch. Am Rumtaumeln. Wie ich dich kenne. Na? Marnie? Na? Nee? Okay. Okay, Mist. Ist da was dran an dem Busch? Nee, ne? Nee, da ist nichts dran. Marnie, können wir vielleicht noch kurz reinschauen? Ich denke nicht, ne? Dann gehen wir nämlich jetzt einfach mal zum Zauberer. Es ist verschlossen. Zum Zauberer, denn der kann auch mal wieder Gesellschaft gebrauchen und ein kleines Geschenk meinerseits, denn ich habe ja sowieso gerade so eine Solaressenz mitgenommen und die stecke ich ihm direkt mal ins Spendengläschen, ne? Damit er mich mag. Ist ganz klar, ich muss nämlich Leute beschenken, damit sie mich mögen. Warte mal, hat er schon zu jetzt? Nee, oh, Schwein gehabt.
So, komm mal ran hier. Wir geben dir mal dieses Zeug hier. Na, was geht? Na, oh, das ist echt... Oh, super. Okay, viele Mysterien. Bla, tschüss. War sehr erheiternd mal wieder. Wizard Boy. Wir haben auf jeden Fall... Oh, mal unsere Skills sind ziemlich gut. Combat 7, Fishing 6. Wir könnten mal mehr fischen gehen. Das auf jeden Fall. Der Wizard ist mit 3 Herzen gut dabei. Weißt du, obwohl wir nur 2-mal im Monat zu ihm kommen und ihm was schenken, ist er trotzdem äußerst dankbar. Und nimmt immer alles an und freut sich. Und das ist falsche Richtung gewesen. Da will ich hin. So, was fangen wir hier in diesem Teich? Nur mal kurz gucken. Na? Na? Come on. Come on. Hat sich voll gelohnt. Okay, wir gehen nach Hause. Ich wollte nur mal gucken, weißt du? Wollte nur mal testen. Und das ist... ein Test, der nach hinten losging. Wenn du mich fragst, war es ein ziemlich, schlechter Test. So, wir gehen jetzt direkt ins Bett, denn, ganz ehrlich, ich bin müde. Mehr können wir heute eh nicht machen, das war's. Das war's einfach mal. Das Haus ist in Auftrag gegeben, morgen geht's los. Hier ist nichts an den Büschen, wir können nichts, nichts ernten. Hier auch nicht, da auch nicht. Da auch nicht. Okay, gut, dann, oh! Pale Ale! Ich möchte mal wissen, für wie viel kann man das verkaufen? Sag mal, kommt da rein, kommt da rein, kommt, das hätten wir abgeben können. Oh Mist! Kommt da rein, kommt da rein. Okay, ach, wir müssen noch einsortieren, warte kurz. Hier kommt gar nichts rein. Hier kommt rein, Stein, Holz und nichts weiter. Hier kommt rein, Saps und nichts weiter. Und da oben kommt rein, Slime. Hallo, mach doch mal... Mach die Tür halt nicht auf, weißt du, die Kiste. Das und das. Und dann kommt da oben noch ein paar Mineralien rein. Ey, ich bin so müde. So, das andere Ding wird morgen abgegeben. Ach so, wo machen wir denn die Blumen hin? Wo machen wir die Blumen hin? Die Blumen... Keine Ahnung, hier hin. Sweet Pea, ja klar. Sonnenblume kommt hier rein, perfekt. Ab ins Bett. Es reicht für heute schon, Boy. Schlaf schön. Ja. Oh. Okay, okay. 2400 mal wieder, das ist in Ordnung. Grapes bringen einiges ein. Hm? Supidupi, 3000 eingenommen. Ist doch ganz in Ordnung. Also wirklich. Möchte mich nicht beschweren. Guten Morgen und tschüssi, denn ich mache jetzt einen Cut. Wenn es dir gefallen hat, würd's mich freuen. Und ansonsten, keine Ahnung, mach dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Und ja, bis dann. Tschüssi.